Also, was war dein Moment im Crossover-Gottesdienst? Mein Moment war, es gab ganz viele kleine Momente. Ich habe nämlich die ganze Zeit ein paar Bilder gemacht. Und das hat mir einfach persönlich eine Freude bereitet. Und dass das auch im Gottesdienst Thema war, hat mich sehr bewegt. Und ich fand es auch toll, dass Vertrauen angesprochen wurde. Und zwar Vertrauen in Gottes Macht. Aber ich finde, was auch ganz wichtig ist, was viele junge Menschen gerade in der heutigen Welt brauchen, Vertrauen in euch selbst. Und das wünsche ich euch. Jetzt mach die Maske mal ab, das sieht das komisch aus. Mein Moment war, als ich gemerkt habe, dass da so viele Trolle und so schnell trollen im Chat, dass ich ganz, ganz schnell die ausschalten musste und ich kam nicht hinterher. Das war ein bisschen der schräge Moment im Gottesdienst. Aber dann ansonsten, als eigentlich bei der Musik. Das war einfach sehr beruhigend. Vor allem möge die Macht Gottes mit uns sein. Die haben wir, aber nicht nur ich hab sie, Ella hat sie, aber auch ihr da draußen habt sie. Und Gott hat mein Herz zutiefst berührt. Uli Feig, seine Worte, wow, danke dafür und einfach der ganze Gottesdienst war spitzenmäßig, Dankeschön. Ich nehme mit nach Hause, dass ich auf jeden Fall nicht alleine bin und dass meine Jugend immer da ist, auch wenn ich das in der Zeit jetzt gerade nicht so spüre. Unglaubliche Vielfalt, tolles Engagement von jungen Geschwistern, von auch etwas jung gebliebenen Geschwistern und es gibt tolle Möglichkeiten, wenn man den Weg dafür ebnet. Und wie wirkt die Macht Gottes in deinem Leben? Oh, indem ich mich immer wieder in seine Hand fallen lasse und jedes Mal auf neue, ich sag mal, mich auf ein Abenteuer einlasse, was da auf mich zukommt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf ganz, ganz viele Arten und Weisen. Ja? Ich nehme auf jeden Fall mit, wie sie auch so schön Yoda zitiert haben. Es gibt keinen Versuch, entweder tust du es oder du lässt es und das ist eine wirklich super Lebenseinstellung. Der eine oder andere hat sich dafür mit, vielleicht noch ein bisschen schwer, aber im Endeffekt ist es genau das, was man machen sollte. Entweder man will es und tut es auch oder man tut es nicht. Tschüss!